Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ich bewerte eure Zoos. Und heute lädt uns Sabrina in ihren Park Francorum Vadus Sanctuary ein. Ich habe keine Ahnung, was das heißt oder ob ich es richtig ausgesprochen habe. Könnt ihr gerne mal unten in die Kommentare schreiben, wenn ihr das wisst. Das Spezielle an diesem Park ist, dass dieser nur aus begehbaren Gehegen besteht, obwohl viele der Tiere sehr gefährlich sind. Die zugegebenermaßen nicht wirklich realistische Idee hinter dem Park ist, dass alle Tiere entweder ehemalige Filmtiere oder Zirkustiere sind oder aus schlechter privater Haltung gerettet wurden und im Park eine Zuflucht gefunden haben. Außerdem wurden bereits ein paar Tiere im Park geboren. Da alle Tiere an Menschen gewöhnt sind und teilweise einen höheren Schmusebedarf haben, als die Pflege erfüllen können, wurde der Park für die Öffentlichkeit geöffnet. Trotzdem sind die Tiere natürlich keine harmlosen Haustiere und es gelten daher auch ein paar Regeln. Infos zu den Tieren findet man auf den dazugehörigen Infoschildern. Außerdem stehen bei Fragen Tierpfleger in jedem Gehege zur Verfügung. Bis auf die Verkehrsschilder und Ampeln am Anfang ist alles selbst gebaut und eine Tour ist natürlich ausgeschildert. Du kannst den Zoo gerne für alle hochladen. Ich wünsche dir viel Spaß und hoffe, du wirst nicht von einem wilden Tier angefallen. Viele Grüße, Sabrina. Und da kommen wir mit Auto in die Zuflucht von Sabrina gefahren. Kann ich natürlich leider nicht machen. Aber sehr cool gemacht, dass das hier direkt wieder mit einer Straße und so losgeht. Sowas mag ich ja sowieso sehr gerne. Gut, hier die Bordsteine sind ein bisschen hoch. Aber ansonsten sieht das schon nice aus. Die Ampeln und Verkehrsschilder hast du ja, glaube ich, aus dem Workshop. Aber das ist ja auch völlig okay. Also hier geht's rein und hier kann man dann parken. Hier sind auch noch einige Autos gerade am Fahren und unterwegs. Schade, dass man da keine Menschen reinsetzen kann oder die beweglich machen kann. Sowas finde ich immer mega cool. Oh, sogar ein Behindertenparkplatz. Müsste der nicht hier ganz rechts und links eigentlich sein, wenn es realistisch wäre? Der ist doch immer am nächsten am Eingang, oder nicht? Ich hoffe, ich übersehe hier jetzt nichts. Giveaway? Was? Was ist denn Giveaway? Heißen die Schilder so auf Englisch? Also Vorfahrt? Achtenschilder? Ich habe keine Ahnung. Ich finde es aber cool. Sowas immer nice. Und man hört auch schon diese ganzen Tropensounds. Ich finde auch die Idee sehr cool, dass du wirklich so eine Zuflucht für Tiere gemacht hast, die irgendwo gerettet wurden oder Not waren. Halt Zirkustiere oder ja, private Tiere, die irgendwo gerettet wurden. Finde ich eine sehr coole Idee. Oh, sieht ja schon mal sehr idyllisch hier aus. Ich glaube, wir gehen jetzt erstmal hier so einen längeren Weg entlang. So einen natürlichen Weg. Hier sind auch überall Laternen. Geht hier in einen tiefen Wald hinein. Ach toll. Hier sind auch ein paar fallende Blätter. Da sehe ich schon einen Springbrunnen im Hintergrund. Und einen Eingang. Dann könnt ihr auch den Namen nochmal sehen. Das zeige ich euch gleich. Das ist gerade der Springbrunnenweg. War schön. Erinnert mich so ein bisschen an diese griechische Bauweise, dieser Eingang. Sieht aber total toll aus. Du hast hier die Fassade super schön gestaltet. Es sieht gar nicht langweilig aus, auch wenn es alles weiß in weiß ist. Hast du wirklich sehr schön gemacht. Toller Baustil. So, Francorum Vadus Sanctuary. Bin mal gespannt, was das heißt, was ihr in die Kommentare schreiben werdet. Ihr wisst das ja mit Sicherheit. Aber wir gehen jetzt erstmal hinein in die Zuflucht. Hab sie natürlich schon von oben einmal kurz gesehen. Sehr ansprechend aus. Und hier sind wir direkt im Faungehege. Bei den Faunen gab es auch noch irgendwas zu beachten. Das hat sie in die E-Mail geschrieben, die Sabrina. Ich habe die allerdings für euch sehr verkürzt. Mache ich halt sowieso immer, ne? Wenn die E-Mail zu lang ist, fasse ich die schön kurz, damit das Ganze nicht zu lange dauert. Ist, glaube ich, für euch dann auch angenehmer. Aber ich habe natürlich alles gelesen. Nur vergessen, wie immer. Das meiste zumindest. Oh, ist das schön hier. Oh, das sieht ja cool aus. Das ist mal ein interessanter Unterstand für die Faue. Solche indischen Türme, 4 Stück. Und dann ist da so ein Laken einfach gespannt. Richtig coole Idee. Wow. Ist auch ein schöner Fluss. Oh, ist das toll.
Na, für die Likes einmal aufklappen. Macht ihr sowieso nicht, ne? Ihr wollt nämlich nicht, dass ich Likes bekomme, ihr Frechdachse. So, hier geht's auch hinein. Ah, hier sind Toiletten. Ah, okay. Ich finde das echt cool, wie du diese Gebäude gebaut hast. Das gefällt mir richtig gut. Hier überall kleine Steps. Ach, da sind ganz viele Babys, deswegen. Oh. Niedlich. Tolle Tiere. Ich werde mich doch 100 pro verlaufen. Ich hoffe, ich mache hier gerade nichts falsch von der... vom Weg her. Guck mal, wie klein und süß die sind. Oh. Voll toll. Ah, hier ist auch eine Toilette. Okay. Vielleicht werde ich mich doch nicht verlaufen. Das ist ja alles sehr... wie nennt man das denn nochmal? Parallel gebaut, ne? Okay, weiter geht's. Ah, da steht jetzt auch das erste Schild. Mit Infos. Oh, das ist ja schön gemacht. Wie hast du das denn gemacht mit dieser coolen Schrift und alles? Sind da Schilder drin versenkt oder wie? Und dann auch so, oh, das ist ja eine tolle Form. Oh, richtig nice. Haben wir hier noch irgendwas übersehen? Ansonsten lese ich das jetzt mal eben. So, grob zusammengefasst steht nochmal das aus der E-Mail drin. Hier steht halt, dass das ehemalige Filmtiere sind oder Zirkustiere oder Tiere von schlechter privater Haltung, die halt gerettet wurden. Und dann steht da noch grob die Verhaltensregeln hin, dass man auf den Wegen bleiben soll, dass man den Tieren nicht zu sehr auf die Pelle rücken soll und dass in jedem Gehege Tierpfleger sind, die man auch fragen kann und die einem bei Gefahr zur Seite stehen und sowas. Und ansonsten haben wir, glaube ich, nichts überlesen. Ihr könnt ja auch sonst pausieren, wenn es euch genauer interessiert. Aber wir gehen jetzt weiter. We hope you have fun and wish a good day. Das werden wir hoffentlich haben. Jetzt geht's nämlich hinein. In einen wunderschönen Wald mit schöner Musik. Ach, ich liebe das. So richtig herbstlich mit diesen orangenen Bäumen. Jaguar, Schildkröte, Timberwolf, Bison, West African Lion, Bonobo und Schimpansee. Okay, wir gehen natürlich die Tour entlang. Finde ich gut, dass du das in einer anderen Farbe gemacht hast. Dann kann ich mich auch nicht verlaufen. Das ist übrigens ein sehr schöner Wald hier gebaut. Oh, das sieht ja schön aus. Richtig cool gemacht hier, links, rechts mit der Treppe. Und dann in der Mitte auch sehr schön gestaltet. Wow. Mega cool. Und hier geht's schon in die ersten Dome. Ist das die Mehrzahl? Dome? Doms? Auf jeden Fall, da geht's jetzt hinein. Sieht auch sehr cool aus von außen, muss ich sagen. Mega schön gestaltet mit dem Holz und kombiniert mit diesem Weiß und dem Glas. Oh. Sind wir denn hier? Oh, das Dach sieht cool aus. Richtig coole Bauidee. Ich finde es auch cool, dass du hier Stützen mit reingemacht hast. Das sieht mega aus. Der Boden sieht auch mega aus. Was haben wir denn hier? Wieso ist denn hier ein Ball? Hier ist ein Schlafplatz, kann das sein? Ja, das ist, glaube ich, ein Schlafplatz. Ach, hier vier Wölfe. Du hast geschrieben, dass jedes Gehege begehbar ist, ne? Also auch das mit Raubtieren. Finde ich voll interessant. No access. Also hier darf man nicht reingehen. Ah, die Tiere können hier sogar rein. Deswegen ist hier ein Ball. Ich verstehe. Oh mein Gott. Das ist ja cool. Das hier ist, glaube ich, alles begehbar. Oh, wie schön. Aber wir sollen auf den Wegen bleiben. Gott, so nah war ich noch nie bei Wölfen. Wer kommt sogar her? Willst du gestreichelt werden? Nö, geht nur vorbei. Es gibt übrigens einen Trick, damit die Menschen hier nicht in Panik geraten, so wie sie hier. Hat sie auch in die E-Mail geschrieben, die Sabrina. Man kann irgendwelche Schienen hier unter die Wege platzieren. Wie das genau funktioniert, weiß ich nicht. Das kann sie vielleicht nochmal ausführlicher in die Kommentare schreiben oder so. Auf jeden Fall kann man damit das verhindern, dass die Leute in Panik geraten. Oh, richtig coole Bauidee hier. Finde ich voll schön. Also wir bleiben jetzt auch mal auf den Wegen. Wir wollen ja nicht gefressen werden. Die Landschaftsgestaltung ist wirklich 1A. Richtig schöne Wälder. Schönes Gewässer, schöne Felsarbeit.
Alles wirklich wundervoll. Selbstgebaute Geländer. Also ein Top-Zoo bis jetzt. So, wo geht's denn jetzt lang? Das ist natürlich jetzt for the brave ones. Also für die Tapferen. For the relaxed ones. Ich glaube, ich wäre da eher das hier. Aber wir gehen ins Jaguar-Café, oder? Komm, sind wir mal mutig. Treats. Oh mein Gott. Jetzt kann ich hier so ein Steak mitnehmen. Als kleines Leckerchen. Origin-Movie. Ach, die kommen aus dem Film, wurden die gerettet wahrscheinlich, ne? Das finde ich ja cool, dass du hier sogar noch eine Story und so überlegt hast. Ab geht's hinein. Gott, wenn ich mir hier vorstelle, dass hier Jaguare drin sind. Es gibt ja teilweise echt Leute, die Jaguare als Haustiere halten, ne? Habe ich schon mal bei YouTube gesehen. So, dass die wirklich, ja, in Russland und sowas, die streicheln und. Hä, bin ich jetzt schon durch das Gehege? Als ja, habe ich keinen gesehen, zum Glück. Hier gibt es nochmal Leckerlis. Ne, ich glaube, jetzt sind wir drin im Gehege. Origin Circus. Okay. Verstehe ich nicht so ganz, ob das jetzt aus dem Film oder aus dem Zirkus kommt. Ich sehe die Tiere leider gerade nicht. Aber ich glaube, die können hier überall hin. Mega interessant hier auch gestaltet. Richtig schön. Schon ein bisschen spannend, dass hier überall ein Jaguar sein könnte. Mir gerade Leute geschrien? Was sind die Jaguare? Ich habe echt Angst, dass ich gleich angefallen werde. Zum Glück geht das nicht. Hä, wo sind die? Die haben halt mega... Oh, da! Die haben halt mega viel Platz hier. Heftige Tiere. Wunderschön. Wirklich. Richtig cool gestaltet hier. War bestimmt viel Arbeit da, überall diese Schiene und sowas unterzuverlegen, dass das auch vernünftig funktioniert. Kann ich mir vorstellen. Ich glaube, ich gehe jetzt aber nochmal mit euch zurück. Oder wartet mal, wir machen das anders. Wir gehen hier. Und dann geht es wahrscheinlich hier wieder dahin, ne? Ja, jetzt gehen wir mal den anderen Weg herum zum Schildkrötencafé. Zum relaxten Bereich. Das hier ist auch selber gebaut, das Geländer, oder? Ja, mega cool. Es gibt hier gar nichts zu bemängeln. Sieht wirklich alles super interessant aus. Wundervoll gestaltet. Macht richtig viel Spaß. Auch alles abwechslungsreich, aber trotzdem sehr passend. Guck mal, hier sogar den Geldautomaten passend eingebaut. Hier gibt es ein paar Früchte. So eine schöne Wassermelone hätte ich jetzt auch nichts gegen. Ah, jetzt verstehe ich. Das sind die Leute, die man fragen kann. Die habe ich nämlich jetzt schon öfter gesehen. Die hast du hier extra so hinplatziert. Ah, ich verstehe. Hier hast du wahrscheinlich einen einzelnen Weg unterplatziert. Hallo, wie geht's? Fressen mich die Schildkröten auf? Na cool. Hast du das also wirklich durchgezogen, dass hier überall Leute stehen? Mich würde auch noch interessieren, wie viele Stunden du hier reingesteckt hast. Sogar so ein kleines Aquarium. Schade, dass es keine Fische und sowas gibt. Also kannst du auch gerne mal in die Kommentare schreiben. Origin BPK. Bad Private Keeping heißt das, glaube ich. Also aus Privathaltung. Was heißt denn Origin übersetzt? Ah, ich habe gegoogelt, das heißt Herkunft, Leute. Und hier sind auch die Schildkröten. Dann macht das auch Sinn. Das heißt, die kommen aus privater Haltung hier. Und vorhin kamen die aus dem Zirkus teilweise und teilweise aus dem Film. So wie ich das jetzt verstanden habe. Das ist aber cool. Solche großen Schildkröten sind auch echt tolle Tiere. Weiter geht's. Ist auch überall Musik. Also das ist wirklich auf alles geachtet. Ach, wie schön. Wir schauen nachher auch noch bei Nacht drüber. Ich habe hier auch schon einiges an Beleuchtung und Laternen und so weiter gesehen. So, Herkunft, private Haltung, okay.
Hier steht auch wieder der Frag mich Mensch und ein wunderschöner Wasserfall. Sieht mega cool aus. Toller Wasserverlauf mit den ganzen Felsen und wo das überall aufkommt. Richtig gut gemacht. Und das auch schon eins von den Leistenkrokodilen aus privater Haltung. Oh, schade, hier kann ich gar nicht hoch. Aber cool gemacht. Die Tiere und Pfleger und so können hier natürlich langlaufen. Ah, hier ist sogar so Underwater Viewing, wie cool. Also hier können die schwimmen und da hinten kann man nochmal die unter Wasser sehen. Leider gerade kein Tier da. Ah, das ist echt interessant, ne? Wie schön auch hier die ganze Wand und so gestaltet ist. Wow. Ah, krass. Mega interessantes Gehege. Na, hier kommen wir nicht lang. Ich habe es mal wieder versucht. Egal, gehen wir mal weiter. Oder habe ich irgendwas verpasst? Ich glaube nicht. Aber im Groben und Ganzen haben wir alles gesehen. Was sprintet sie denn? Jetzt will ich jetzt aber wissen, was los ist. Hä? Einmal hinrennen, um böse zu gucken. Oh, das ist schon gruselig. Da würde ich nicht zu nah rangehen. Aber ist trotzdem cool. Oh, das ist eine riesige Brücke. Auch schön abgestützt. Ich glaube, das könnte sogar architektonisch eventuell funktionieren. Sieht auf jeden Fall realistisch aus, finde ich. Hier wieder super schön bewaldet alles. Mega interessant aus. Geht's hier rein? Oha. Wartet mal, ich muss noch mal kurz zurück. Dead End Tour. Okay, eigentlich können wir dann erstmal zum Dead End gehen, würde ich fast sagen, ne? Macht doch Sinn, ne? Also einmal zur Sackgasse. Gehen wir einmal hier entlang. Boah, sieht das alles schön aus. Es ist wirklich wundervoll. Ich weiß gar nicht, wo ich alles hingucken soll. Auch wieder eine tolle Idee hier. Auch so noch nie gesehen. Ich werde wahrscheinlich auch viele Sachen übersehen, aber ihr wisst ja, ne? Das Ganze ist unten in der Videobeschreibung zu finden, der Zoo. Könnt ihr den dann selber ausprobieren. Okay, der kommt aus dem Zirkus, oder die Elefanten kommen aus dem Zirkus und die Giraffe kommt aus dem Film. Wo kommen die Zebras her? Das werden wir wahrscheinlich gleich auch noch rausfinden. Gibt es auch wieder tolle Treats. Er ködelt erstmal. Lalala. Lalala. Ist mega schön gemacht. Wir sollen ja auf den Wegen bleiben, ich weiß. Oh, hier geht es sogar nach unten. Holy shit. Oh, Unterwassertunnel. Wow. Ich höre da sogar was plätschern. Oh, jetzt bin ich oben. Shit. Eine falsche Bewegung, aber da ist ein Elefant. Jetzt könnt ihr das mal aus dieser Sicht sehen. Auch hier sehr schön gestaltet. Unter Wasser mit den Felsen und dem Elefantengras. Wir gehen nochmal ganz schnell dahin, weil da schwimmt gerade der Elefant so schön. Zack. Diesmal vorsichtig sein. Da ist er. Oh, ist das nicht wundervoll? Oh, wie toll. Auch hier ist alles schön beleuchtet. Sehr schön auch gestaltet und dekoriert. Auch hier die Felsarbeit und dann abgestützt mit diesen Holzpfeilern. Sehr viel Liebe zum Detail. Oh, hier kann man sich dann hinsetzen, wie idyllisch. So einen schönen Liegestuhl und da sieht man dann die ganzen Tierchen. Nicht schwimmen gehen, okay. Hier kann man sich auch nochmal hinsetzen. Cold Drinks. Oh, da würde ich mir jetzt eins nehmen. Würde ich mir dann nehmen. Das Grüne sieht lecker aus. Das ist ja Wassermelone oder so. Obwohl Wassermelone wäre wahrscheinlich eher rot. Denke ich mal. Ah, sehr schön gemacht. Er ist auch noch happy. Wie hast du es überhaupt hinbekommen, dass die so glücklich aussehen dabei noch? Das ist ja unglaublich.
Wahrscheinlich Sandkasteneinstellung oder so, ne? Krasser Berg. Ich glaube, hier ist Ende. Okay. Gehen wir mal wieder zurück. Ja, hier steht noch einer. Sieht auch glücklich aus, ne? Die sind alle am Strahlen. Das ist ja unglaublich. Ja, die kommen aus dem Zirkus. Die Zebras. Ja, jetzt sind wir wieder hier. Das wäre sogar so ein Rundgang gewesen. Also sehr durchdacht hier alles. Boah, gleich gehen wir bestimmt noch da oben rüber. Das wäre mega. Aber selbst wenn das nur Deko ist, diese Brücke, wäre es auch cool. Aber wenn wir da gleich noch rüberlaufen, würde ich richtig feiern. Jetzt geht's hier entlang, ne? Ja, jetzt geht's die Tour entlang. So, hier gibt es Isabellbären aus privater Haltung und Schneeleoparden aus privater Haltung. Oh, was haben wir denn hier? Oh, ist das süß. Also wir haben ja einmal den Braunbären Ahana und den Schneeleopard Taban. Und die wurden aus privater Haltung... Ey, hallo? Was soll das denn jetzt hier? Und die wurden aus privater Haltung gerettet, als sie noch kleine Babys waren. Ja, dann wurde versucht, die auseinanderzubringen, damit die sich nicht verletzen oder sowas. Und ja, die haben direkt angefangen zu weinen und zu schreien. Und dann wurden sie wieder zusammengepackt, die beiden, also der Bär und der Schneeleopard. Und jetzt sind sie beste Freunde. Oh, das ist nicht süß. Toll, dass du auch noch so eine schöne Geschichte dahinter ausgedacht hast. Richtig cool. Ich hoffe, wir kriegen die beiden zu Gesicht. Hier ist auch wieder eine sehr schöne Gestaltung. Das geht hier auch so cool hoch. Das sieht auch nice aus hier mit diesen Steinstufen, die du da mit reingebaut hast. Richtig cool. Ist auch nicht zu steil, also richtig gut gemacht. Auch wieder tolle Musik und da haben wir schon. Ich habe den Namen wieder vergessen. Auf jeden Fall der Schneeleopard. Und da ist auch der Bär. Oh, die haben gerade zusammen geschlafen. Ach, wie toll. Mega cool. Ist echt eine coole Idee hier mit den Steinstufen. Oh, das ist ja nice hier. Wieder so ein cooler Dom. Wow. Nochmal ein schöner Springbrunnen. Ah, hier steht nochmal die Infotafel. Und hier gibt es auch Leckerlis für die beiden. Dead End. Das heißt, da gehen wir gleich rein. Und danach geht es dann hier weiter. Oh, es geht sogar über die Brücke. Hier ist die Brücke. Okay, das ist nice. Also, das hat auch richtig viel mit Höhenunterschieden gearbeitet. Sind wir denn jetzt hier? Ist das ein Gehege? Okay, das ist auch wieder aus privater Haltung hier. Roter Panda. Hier ist wieder Toiletten. Ja. Das ist so cool. Wie schön du die von innen gestaltet hast. Auch hier mit den Laternen und so. Müssen wir uns definitiv noch bei Nacht anschauen. Also wirklich Hammer. So, und ich glaube... Ja, hier können dann auch die roten Pandas rein und raus. Da sind sie. Da sitzen sie alle. Da, da und da. Oh, wie süß. Und so ein kleines Außengehege. Mit Wasserfall. Kleinem Becken. Sehr süß gemacht. Und hier können sie dann hinein zu den Leuten, wenn sie möchten. Auch hier wieder den Boden selbst gestaltet und alles. Richtig cool gemacht. Jetzt geht's weiter zu den Grizzlies und Schwarzbären und zu dem Tapir und den Kapuzineräffchen. Und weiter geht's über diese coole Brücke. Und auch nochmal eine schöne Aussicht. Oh, wie cool. Hier können wir nochmal runtergucken zu den Afrikatieren, zu den Elefanten, Zebras und Giraffen. Voll schön. Krass, dass man hier nochmal rüberlaufen kann. Okay, hier haben wir einen Grizzlybären, der aus dem Film kommt und einen Schwarzbären, der aus privater Haltung kommt. Auch wieder mit Leckerlis und einem schönen Text. Der Schwarzbär Xiaohi und der Grizzlybär
Tank sind separat angekommen und ja, man hat sich gedacht, dass sie sich einsam fühlen könnten und dann hat man versucht, die ja miteinander zu sozialisieren und mittlerweile lieben die einander und bilden ein wunderschönes, süßes Pärchen. Ist das nicht toll? Dort befinden wir uns jetzt. Tiaohi haben wir hier. Schwarzbären sind ja auch echt winzig, aber süß. Und am Hintergrund sehen wir schon Tank. Heißen die eigentlich auch so? Oh, tatsächlich. Oh, wie cool. Das ist hier sogar umbenannt in die Namen. Macht ja auch Sinn. Tiaohi. Schwieriger Name. Aber kommt ja auch aus dem asiatischen Raum. Das ist so schön, dass man im Hintergrund noch die ganzen Gebäude und so sieht. Oh, hier ist auch nochmal eine tolle Hütte. In einem schönen Platz, wo man snacken kann und sich ausruhen kann. Echt mal was ganz anderes, dass hier überall begehbare Gehege sind. Hier geht's ins nächste Gebäude. Oha. Wo sind wir denn jetzt hier? Ah, hier geht's nach unten. Wahrscheinlich den Berg wieder ein Stückchen runter. Jo, hier sind wir im nächsten Gehege. Kapuzineräffchen, wahrscheinlich von Pippi Langstrumpf, kommt nämlich aus dem Film. Und Tapire kommen auch aus dem Film. Na, wo bist du? Wie heißt der Typ noch? Oder der Typ, der Affe von Pippi Langstrumpf? Wie hieß denn der noch? Schreib's mir in die Kommentare, fällt mir gerade nicht ein. Sieht auf jeden Fall sehr schön hier aus. So aus einzelnen Seilen geformt, das Ding hier. Richtig cool, das sind diese Seile, die man eigentlich um Bambus herum macht. Aus wie so ein Bienenstock, so ein bisschen. Sind wir jetzt wieder im tiefsten Dschungel? Tapir habe ich jetzt noch nicht gesehen. Hier sind überall die Kapuzineräffchen. Wo sind denn die Tapire? Stecken die sich etwa? Da. Da kommen sie. Marilyn Monroes mit ihren Schönheitsflecken. Ja, weiter. Auch wieder tolles Gehege. Ich finde das auch cool, dass du das so immer so mit Türen gemacht hast, irgendwie. Gefällt mir gut. Weiß man immer nicht, was einen erwartet dahinter. Auch wieder schön gestaltet hier. Habe ich schon was übersehen? Nee. Oh, hier haben wir Springbock. Gabelbock. Ach. Ja, tue ich mich immer schwer. Oh, aus privater Haltung kommen die. Und Bisons haben wir auch aus privater Haltung. Oh, wie gut das hier steht. Holy shit, das macht ja richtig Show für die Leute. Hammer. Das jetzt mal ein bisschen beobachtet. Ich glaube, du hast das da absichtlich so hingestellt. Kann das sein? Dass das da nicht weg kann? Wartet mal, das gucken wir mal nach. Gehege. Da, schaut mal. Der kann hier nämlich nicht weg, der bleibt da stehen. Der hat nämlich bei passierbarer Bereich wirklich nur dieses kleine Fitzel hier unten. Also hast du wirklich absichtlich gemacht. Finde ich aber cool. Er macht dann wirklich Show so für die Leute. Ich meine, schlecht geht es ihm auch nicht durch die richtigen Sandkasteneinstellungen. Aber es ist schon nice irgendwie. So ein bisschen rumgetrickst. Oh. Jedes Gehege sieht auch irgendwie anders aus. Auch sehr schön hier gemacht. Wie toll das hier aussieht. Über diese kleinen Hütten, wo die dann rein können. Hammer, im Hintergrund sehe ich schon wieder coole Dome. Doms. Wer weiß, wie die Mehrzahl ist von Domen. Immer noch da? Ich glaube schon, ne? Ja, der kann da halt wirklich nicht weg. Er macht nichts. Ich finde es nicht schlimm. Ich finde es eine coole Idee. Gott. Warte mal, wir müssen mal eben zurücklaufen. Ich muss nach den Schildern gucken. Ansonsten bin ich gleich ja verlaufen. Genau, die Tour geht nämlich hier lang. Seht ihr, Leute, gut, dass ich umgedreht bin. Hier geht's nach oben. Hier geht's in den nächsten Dom. Ah, hier haben wir die Affen. Die kommen aus dem Zirkus. Das sind Bonobos, oder? Ne, Schimpanse. Ah, die verwechsel ich auch immer, ne? Ist immer so eine Glückssache. Sehen sich aber auch verdammt ähnlich. Der kommt aus dem Film. Das könnte hier sogar Charlie sein. Unser Charlie.
Vielleicht haben wir den ja sogar dazwischen, das würde mich mal interessieren. Hätte bei den Kapuziners hätte ich das auch mal checken können. Wäre mal interessant gewesen. Wenn da wirklich so richtige Filmtiere zwischen sind. Vom Namen her. Auch wieder sehr schön gestaltet hier. Und die können sogar da oben zu den Häusern hin. Oh, wie krass, dass er überall aussieht. Hallo. Ist mega spannend. Auch coole Fenster hier, die du eingebaut hast. Hier geht's hinaus. Oh, wo sind wir denn jetzt hier? Auch mega schön. Ah, jetzt sind wir wieder bei den Bisons. Ah, okay. Cool. Und dann geht's hier weiter. Also auch sehr durchdacht hast du das Ganze hier gemacht. Man nicht viele Umwege laufen muss. Ich weiß gar nicht, wo ich alles hingucken soll. Ich werde mit Sicherheit so viel übersehen. Der ist aber schon sehr perfekt, der Zoo. Muss man einfach sagen. Hier geht's weiter. Geht's in das nächste Gehege. Oh, hier haben wir Löwen. Oha. Okay, die kommen auch aus dem Zirkus. Na ihr, bitte nicht fressen. Gott, wieso ist denn das so verschwommen da? Ach, das kommt von dem Rauch, ne? Von diesem Dampf, von den Leckerchens. Oh, wie schön. Auch cool, dass die direkt so ins Wasser gehen können. Bedrohliche Schreie höre ich nur. Gleich ende ich als Mahlzeit. Boah, ein Riesenjump. Sie aber gerade nur Weibchen. Männliche Löwen habe ich noch gar nicht gesehen. Aber in so einem Rudel sind ja auch immer eher wenige Männchen. Und mehr Weibchen. Auch wieder ganz anderer Baustil hier. Aber passt trotzdem alles sehr gut zusammen. Ja, ich würde am liebsten hier noch viel, viel länger rumlaufen und viel mehr gucken. Aber ich will das Video auch nicht zu unnötig lang machen. Ihr könnt euch das Ganze auch selber runterladen und nochmal genauer anschauen, wenn ihr möchtet. Weil der Zoo ist wirklich so empfehlenswert. Es gibt nichts zu meckern. Tolle Idee, tolle Umsetzung. Also auch einer der besten Zoos, die wir je hatten, definitiv. Ah, jetzt sind wir wieder hier. Und ein sehr guter Rundweg. Also wirklich sehr durchdacht. Jetzt kann man hier nämlich wieder zurückgehen. Ist dann wieder bei den Faunen und kann dann zum Ausgang. Also richtig, richtig gut gemacht. Sehr gut durchgeplant. So, jetzt sind wir nämlich wieder hier. Also das war Frankorum Vadus Sanctuary. Wir schauen natürlich nochmal von oben und bei Nacht eben. So sieht der Eingang von oben aus. Wir gehen aber nochmal kurz zurück, weil hier war auch noch die Straße. Und der Parkplatz. Ja, sowas ist auch immer cool, ne? Finde ich immer toll, wenn man mit sowas anfängt. Wäre natürlich noch cooler, wenn die Leute wirklich ankommen würden da mit Auto. Cool das aussieht. Das hier ist das Faunengehege. Ist auch alles riesig, ne? Also die Tiere haben mega viel Platz überall gehabt. Hier kann man sich echt Inspiration holen, wenn man selber was bauen möchte. Das Schild hier ist auch super. Richtig cool aus. Da sieht man sogar, wenn man weiter rauszoomt, dass hier wirklich Schilder unter sind, wo die Text drauf ist. Der Text drauf ist natürlich. Oh, das ist auch so cool gemacht hier. Dann haben wir hier die Wolfsgebäude. Ich nenne sie jetzt einfach Gebäude. Ja, das ist auch wirklich ein Highlight. Wenn sich das nochmal... Oh. Steuerung überfordert. Wenn sich das nochmal hier anguckt. Hammer, wirklich. Naja, gehen wir mal weiter. Schauen nämlich gleich auch noch bei Nacht rüber. Das hier ist alles Wolfsgehege. Hier hatte man dann die Wahl. Hier ist das Schildkröten-Café und hier war das Jaguar-Café. Heftig, wie groß das alles ist, ne? Und wie viel Gestaltung du hier reinfließen lassen hast.
Also man hat auch nicht im Hintergrund oder so mal gesehen, dass da irgendwie eine freie Fläche oder so ist. Also das hast du wirklich so gut alles getestet und ausgebaut. Krass. So, hier war das Krokodilgehege, was ich auch mega cool finde. Tolle Idee hier mit den Höhenunterschieden, dass man dann sozusagen hier nochmal Underwater Viewing hat. Auf dieser Seite ein wunderschöner Wasserfall. Genau, dann da gab es hier das Dead End mit dieser riesigen Brücke. Oh, richtig cool. Hier war dann das Afrika-Gehege. So, hier ging es dann hoch. Hier gab es den Schneeleoparden und den Bären. Auch wieder ein riesiger Wasserfall, den habe ich gar nicht gesehen. Sieht auch toll aus. Ihr seht schon, hier gibt es viele Details, die ich gar nicht mitbekommen habe. Aber alles so durchdacht gebaut. Hier waren dann das rote Panda-Gehege. Schön oben, dass man den auch von unten mal sehen kann, so im Hintergrund. Sowas finde ich auch mal toll, wenn man solche Brücken und sowas sieht oder Gebäude im Hintergrund. Immer echt nice aus. Dann ging es hier rüber. Hier ging es dann nach unten so ein bisschen. Hier waren dann die Tapire, ne? Ja, hier waren die Tapire und Kapuzineräffchen. Dann waren hier die Bisons und die Böcke. Schon wieder vergessen, was es waren. Waren es Gabelböcke? Ich glaube schon, ne? Oder war es gemischt sogar? Gabelböcke, glaube ich. Waren da auch Springböcke zwischen? Ich glaube nicht. Das war eher so Nordamerika. Da ist ja Springbock eher nicht angesiedelt, oder? Oder verwechsel ich das jetzt schon wieder? Genau, und hier war der Dom nochmal. Mit den Schimpansen und den Bonobos. So sieht das Ganze von oben aus. Dann ging es hier zurück. Hier waren die Löwen. Und dann waren wir wieder hier. Also wirklich ein perfekter Rundgang, den wir gemacht haben. Auch ein riesiger Zoo. Schauen wir nochmal ganz kurz bei Nacht oben drüber, ob wir da noch ein paar Highlights finden. Ich werde auf jeden Fall nochmal schnell in die Gebäude rein. So, das hier ist schon mal schön ausgeleuchtet. Das hier ist der Eingangsbereich. Auch super ausgeleuchtet. Hier sind über so kleine Laternen. Das Schild ist schön ausgeleuchtet. Gehen wir mal hier hinein. Es wird wahrscheinlich nicht so krass ausgeleuchtet sein wegen den Tieren. Aber trotzdem ausreichend, ne? Also die Leute können was erkennen, die hier wirklich reingehen. Oh, die Cafés sind auch cool ausgeleuchtet. Holy shit. Das sieht nice aus. Alles so in Rot. Mit Fackeln. Cool. Andere Seite war auch so rot am Leuchten. Ja, hier ist es auch so schön rot. Voll cool. Ja, auch alles schön ausgeleuchtet. Da oben natürlich auch. Da fliegen wir jetzt auch nochmal schnell rein. Ich glaube, der sieht richtig cool aus, weil da die ganzen Laternen oben waren. Oh ja, oh ja. Oh, man sieht sogar den Himmel durch diese ganzen Gläser jetzt bei Nacht. Wow, wie cool. Richtig nice. Gefällt mir. So. Ja, schnell hier raus. Oh, das Glas flackert sogar so ein bisschen, wenn man da ein bisschen weiter rauszoomt. War hier vorne noch irgendwas? Nee. Also nichts mega krasses. Gehen wir nochmal schnell in das Gebäude hier rein. Ja, das war aber auch eher so zweckmäßig, das Gebäude. Oh, hier auch wieder schön rot beleuchtet. Den Dschungel. Und dann geht es hier vorne nochmal zu den Äffchen. Oh, wie cool. Da kann man dann den Mond richtig schön erkennen. Sogar durch die Glasscheiben noch. So. Ich glaube, wir sind durch, Leute. Ja, ich glaube schon.
Das war Francorum Vadus Sanctuary von Sabrina. Vielen, vielen Dank. Ein wirklich sehr gut gelungener Zoo, hat mir richtig viel Freude bereitet. Ich gebe denen eine 1+ mit Sternchen. Schreibt mal in die Kommentare, wie ihr den Zoo von Sabrina fandet. Und falls ihr den mal selber ausprobieren wollt, findet ihr dazu alle Infos unten in der Videobeschreibung. Und falls ihr mal selber einen Zoo einsenden wollt, dazu steht auch alles unten in der Videobeschreibung. Falls es euch gefallen hat, lasst ein Däumchen da. Ich wünsche euch noch einen angenehmen Tag. Macht's gut, haut rein, bleibt gesund. Euer Dandy.